Ja, moin moin, meine HSV-Freunde. Ich melde mich noch ein bisschen später. Ich habe eben die Nachricht erhalten, dass unser Robert Latzel sich schwer verletzt hat. Das wissen wir ja auch. Er muss ja irgendwas gehabt haben und muss jetzt operiert werden und fällt ein paar Monate aus. Das ist natürlich eine Botschaft, die wir auch gar nicht gebrauchen können. Aber ihr wisst doch, mein letztes Video, was ich gemacht habe ich gesagt, solch Mann, die wechsle ich auch nicht ein, weil die Gefährlichkeit der Verletzung groß ist. Auch beim Freundschaftsspiel, weil die Dänen wollen sich auch beweisen und dann passiert schon mal sowas. Das war ja keine unfaire Geschichte, aber Robert hat einen Sehnenabriss in der Hüfte, das wird natürlich dauern. Aber ich muss schon sagen, und mit OP, also das dauert ein paar Monate. Also Herr Baumgärtner, hast du dich wieder vercoacht, ne, bisschen? Aber wie gesagt, ich will Steffen Baumer keinen Vorwurf machen. Nur, wir haben immer das Pech. Wenn das mal ein bisschen läuft, dann haut uns das Schicksal wieder rein. Aber wie gesagt, jetzt müssen andere das richten. Aber das habe ich ja auch gesagt. Es gibt viele Leute, die man ersetzen kann in der ersten Mannschaft vom HSV. Aber Robert Latzel, mit wem willst du den ersetzen? Mit David Selke über diese ganzen Spiele? Das geht überhaupt nicht. Aber wie gesagt, wir müssen sehen, wie das weitergeht. Also ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Aber wir sollen einfach nicht nach vorne kommen. Das ist komisch. Aber wie gesagt, für Robert natürlich alles gute Besserung und schnelle Genesung. Aber so schnell geht es nicht. Auch da bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Weil angesagt ist, sind ein paar Monate. Also entschuldige mal, ein paar Monate. Das kann man sagen, sind das 2 Monate, 1 Monat oder 3 oder 4 Monate. Also ich muss schon sagen, ja gut, ich will auch wieder nicht einen beschuldigen oder irgendwas. Aber eine glückliche Hand hat Steffen Baumgart nicht gehabt. Das, so sage ich dann. Das ist mir egal, was er von mir denkt oder nicht. Solche Spieler, die diese Leistung bringen oder Torjäger, Oder Tormaschinen, die wechsle ich nicht ein bei so einem Pissspiel, Steffen Baumgart. Das ist meine Meinung. Aber mach du weiter so, dann ist das auch alles klar. Ich bin jetzt wieder satt. Robert, für dich natürlich alles Gute, da kannst du nichts mehr machen. Aber wie gesagt, es ist so, wie es ist. Hau rein ins Tango und für Robert schnelle Genesung, wenn es geht. Und der natürlich, es geht weiter, immer weiter. Aber das Ding, da bin ich mal gespannt. Was da läuft. Alles klar? Tschüss. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Und für Robert, halt die Ohren steif. Das wird schon alles wieder werden. Alles gut. Und grüßt deine Familie. Tschüssi. Nur der HSV.